ich sie traf, war in dem Moment, ich musste halt in eine Schule wechseln, wo halt Schule wechseln, weil ich halt Sprachprobleme hatte. Hatte und ja, als sie besser wurden, als sie es besser wurden, wurde, wollte meine Mutter, dass ich wieder hier zur Schule gehe. Jedoch war das leider nicht der Fall und ja, da musste ich wieder die Schule wechseln und dann fand ich eine Kollegin, wo halt eine Yu-Gi-Oh!-Spielerin gewesen ist, und zwar eine von der Böse, wer hat's gedacht, ne? Und wir hatten so in der Schule, es gab Lieben, Liebe, wo man kann zugehen, oder bei den Bösen. Und wie ich auch halt mehr oder weniger geplant hatte, dass ich zu der Bösen gehe, hatte ein Engel, wo halt jetzt den Spitzname Alice gegeben habe, gegeben habe, weil sie halt einfach ein Puppekartendeck hat und halt auch gezielt, also so strategisch meine Schwachpunkte rausfinden wollte. Aber sie hat es nicht geschafft, also hat sie dann nach dem Kampf gesagt, so vom Wege, du hast mich besiegt, komm, ich will mit dir gehen, ich will dich verstehen und ich mag dich irgendwie, hat sie dann auch gesagt. Und seitdem sind wir eigentlich besten Freunde. Grüße, Alice, wenn du das sehen solltest. Und ja, das war eigentlich rechtmäßig cool. Cool, vor allem, man haben auch relativ ein ein Level-System gehabt, die recht eigentlich gut war. Recht durch Dienerin zu Kriegerin und dann noch höher, ich weiß gerade auswendig. Ach, genau, die Bodyguards gab es noch als Aufstiegerin und die zweite Königin, das gab es auch noch, Königin der Schatten und halt auch die reine Schatten. Und bis heute, ich weiß nicht, wie das möglich ist, bis heute hat sie null. Hat sie null. Keine bis heute besiegt, was mir echt wow ist. Was wow ist, wenn man bedenkt, dass das jetzt schon 10 Jahre her ist. Es gab auch tatsächlich ein paar Prüfungen, wo du halt musste schaffen,
Die Prüfung ist bei mir recht speziell gewesen eigentlich. Okay, wieso speziell? Weil die Kriegerinnen dürfen selber aussuchen, also sie dürfen nicht aussuchen, sondern sie werden ausgelöselt und die, wo löslet, muss sie gegen kämpfen. So ist die Regeln. Und es musste quasi durch den Deck stimmen. Also ich hatte zum Beispiel beim Bösdeck keine Hypofiche, was eigentlich recht gut war, weil sie hat, glaube ich, ein Hypofich gehabt, aber da konnte ich gut mithalten. Gut mithalten eigentlich. Und ja. Was ich bis heute panische Angst habe, ist immer noch Baby. Hey, du hast keine Angst vor Flandre, aber du hast Angst vor Baby? Wieso? Keine Ahnung, weil sie eine fucking Mörderin ist. Naja, Purple Guy mal davon ganz mal abgesehen, ne? Hallo. Ich habe ihn so alle voll gekritzelt, nicht ganz. Und ja, das war recht mäßig anstrengend. Und ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, ne? Und man konnte auch relativ die mäßig weiter. Ne? Ich habe sogar einmal die Königin, also ich bin einmal eingeladen von die Königin quasi. Und sie hat dann die Karte, was ich gehabt habe, angesehen und sagte, sie sagte so, cool, ich mag dich und ich mag auch deine Karten. Weißt du was? Ich helfe dir. Ein bisschen, ich tue deine Karte regelmäßig. Du musst aber regelmäßig zu mir kommen, hat sie gesagt. Dann habe ich gesagt, so kein Problem. Und dann am Schluss habe ich sogar Kalis Hypofiech gehabt, was echt echt großzügig ist, weil hallo, nicht jeder ein Kalis Pilapis gut verdient. Das war aber auch meine letzte Hochstufe, weil ich hing schon ein bisschen bei Schattenkriegern
Level Schattenkriegern war ich und da hing ich ein bisschen fest. Was soll's, nicht? Da hing ich ein bisschen fest, leider. Aber hey, was soll's? Ja, hing, wie soll man das verstehen? Hing. Ja, ich komme einfach, konnte nicht hochsteigen, aber ich glaube auch die Schattenrittern waren teilweise recht hoch. Also vor dem Schatten, also vom zweiten Königin und erster Königin. So musste ich wahrscheinlich nur eins, zwei, konnte ich noch hochsteigen, wenn ich nicht festgehängt wäre. Aber was soll's, ne? So Foxy und so geht ja noch, dass ich sag mal so, ich habe wenig Angst von Foxy und Freddy und Phantom Foxy, ups, Phantom Foxy und Funtime Freddy, genau. Hatte ich wenig Angst, ich weiß nicht wieso. Ja, genau, wieso. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wahrscheinlich, weil ich mich an den Jumpscare von Freddy und Funtime Foxy und Funtime Freddy mich gewöhnt habe. Ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber ja. Und ich habe sogar ein kleines, ja, Gerücht will ich nicht sagen, eher ein Beweis, dass ich glaube nicht, dass B, also es gab ja drei Mordfälle von Shisha Location. Einmal, obwohl bei Shisha Location gab es noch zwei Morde, aber so eine Art Easter Egg, genau. Der, ja. Ich bin froh, dass das nicht vom Dings läuft schon, hätten wir ein Problem. Auf jeden Fall, ja. What the fuck? Okay, jetzt wird's unheimlich.
Ja, das hatte ich am Anfang auch vom Kampf. Ja. Ich habe tatsächlich eine dunkle, gespaltene Persönlichkeit tatsächlich. Und zwar, ja, sie ist zwar fast genauso wie ich jetzt, aber sie will gerne, warum auch immer, mein Kanal, ja. Unterwerfen. Ich weiß nicht wieso. Ups, ich habe mich verschrieben. Passiert ja schon wieder. Okay, Flowey. Es wird echt strange. Gut, dass ich kein Gänsehaut habe. Meine Gabe. Weiß nicht, irgendwie verneige ich mich zu schnell in den Schatten zurückzuziehen, also in der Dunkelheit, weil komischerweise will ich immer im Dunkeln aufnehmen. Nicht mal im helllichten Tag, nein, nur Dunkelheit, was komisch ist. Aber hey, jeder hat seine Macke, ne? Ah, Ente, Fragezeichen. Nein, ich werde nicht zerstören. Und sie hat teilweise noch keinen Namen, weil ich immer wenn ich irgendwie was. Safe. Was? Alfisk. Dr. Alfisk. Okay. Nee, Freund. Okay. Warum? Maybe. 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 Ein Schlüssel für das Happy End. Ah. Okay. Ich habe jetzt fast alles. Ja, danke, Flowey, ehrlich. Dann versuchen wir gerade das mit der Dr. Alice, ne? Ein Schlüssel, Jetzt scheint es wieder normal zu laufen, fick dich doch. Wir gehen mal zurück. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Müsste ich aber beim anderen Dings. Darum hatte ich ja den einen Speicherstand, aber ich glaube, das war so beabsichtigt, nicht, dass man so nebendran noch das böse Ende macht.
machen. Upsalalala. Das böse Ende macht. Was ich gemacht hätte aus Neugierigkeit. Aber was soll's. Ich hasse die Emulisierung. So. Wir haben ja gesehen, dass bei uns ja nicht mehr in Anführungsstrichen, ja nicht mehr quasi uns ist. Was? Hey, Alter, verjagt! Hast du mich verjagt? Papyrus. Snowden. Okay, scheinbar haben wir was man das böse Ende. Ich nenne es mal einfach böse Ende, ne? Böse Ende ausgelöst haben. Das wäre tatsächlich ein Anruf von Odyne bekommen haben. Jetzt muss ich nur schnell kurz überlegen. Ich gehe aber kurz zu Snowden, ne? Zu Snowden. Oder gehe ich. LOL. Ja, hast du schön warm hier. Das war jetzt doof. Fail. Da gehe ich direkt zu Alphys. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zu Snowden. Und dann gucken wir mal. Schlüssel zur Happy End. Okay. So, ich. So kann ich nicht rein, ne? Nö, kann ich nicht. Okay. War auch leicht so gewesen zu haben zu. Yes. Zu Snowden, bitte. Ich hasse es. Es kratzt so extrem teilweise. Dass ich fast eine Stunde gebraucht habe. Aber hey, was tun wir nicht alles, ne? Da. Zwischen Snowden. Hi. Ah, scusi. Zur Sicherheit? Quatsch. Ich hab schon volle Dings. Was will ich? Was will ich denn? Ich könnte noch. Ach komm, was soll das? Weil das noch ein wichtiger Kampf ist und ich befürchte auch bald. Dass wir einen Kampf haben. Für einen Kampf gegen einen Krampf.
Die haben mich reingelegt. Was für eine Sauerei. So, ich gehe kurz einen Abkürzung, kein Bock lang zu latschen. Uah, kurz. Hallo. Na toll, und jetzt? Ich versuche es immer noch. Abgeschlossen. Komm schon, lass mich rein. Oh, verfluchte Mistdreck. Er trollt mich. Ah ja, das trollt. Baby. Maybe. Ihr seid auf Maybe. Und jetzt? Warte mal. Alter, hab ich mich hier erschreckt. Das hab ich nur erwartet, ne? Dumm, 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 da dumm, dumm. Entschlossenheit, genau. Wir haben auch geschrieben gehabt, beziehungsweise meine Freunde haben geschrieben gehabt, dass am also im Spiel an sich nicht groß verändern sollte, bis eine bestimmte Punkt, und zwar hier. Wo? Na, danke. Nein, da komme ich nicht lang. Bin ich irgendwo? Wait. Thank you. Hast du 3 Gold? Ja, ich hab. Huch. Und wieso ich jetzt gerade speichern, weil ich hab gerade kein Bock. Ja, kannst du mich rüber teleportieren, bitte? Rüberfliegen, mein. Dankeschön. Wo ich es fast wieder vermasselt hätte. Wieso ist das wieder zu? Hast du es nicht gespeichert eigentlich? Schon, okay, versuch es noch einmal, wenn das nicht klappt, ist ein Besen. Ah! Ah, shit.
Es juckt. Es juckt so dermaßen. Lass mal den Knopf sie komplett. Sondern Schlafsinhalt, ja genau. Oh. Ist nervt. Soll man das nicht schaffen, ey? Bescheuerter Minigame, ehrlich. Mann, das gibt's doch einfach nicht. Ah. Entschlossenheit. Ja, genau. Langsam habe ich schon wieder fast keine Entschlossenheit. Mehr. It's good ending. Alphys. Dr. Alphys.